Ich möchte hier über ein spezielles Problem bei der Peak-Current-Mode-Regelung sprechen. Das ist das Auftreten sogenannter subharmonischer Oszillationen. Was versteht man darunter? Das ist eine Großsignalinstabilität, die dazu führt, dass der Strom in der Induktivität chaotische Schwingungen mehr oder weniger durchführt, beziehungsweise dass wir abwechselnd lange und kurze Pulsweiten modulierte Pulse kriegen. Das ist jetzt nicht direkt etwas, was mit der Kleinsignalstabilität zu tun hat, sondern eine Instabilität ist, die sich aufgrund der Funktionsweise des nichtlinearen Stromreglers ergibt. Üblicherweise sagt man, diese taucht auf für d größer 0,5 und ist ein generelles Problem, was wir haben, wenn wir diese Peak Current Mode Control betrachten. Um das uns anzuschauen, wollen wir es zunächst mal hier in Anführungszeichen theoretisch betrachten, kurz als Idee, was dahinter steckt, das gängige Erklärungsmodell. Und dann werden wir es in einer Simulation uns auch anschauen und was man dagegen tun kann. Das heißt, von der Idee her, bei der Peak Current Mode Regelung haben wir so einen inneren nichtlinearen Stromregler, der darauf basiert, dass wir eine Pulsweitenmodulation haben, die erzeugt wird über eine Kombination aus einem Flipflop, einem RS-Flipflop und einem Komparator. Wobei jetzt an den einen Anschluss des Komparators zum Beispiel der Strom durch die Induktivität oder der Strom durch einen Schalttransistor angeschlossen wird und am zweiten Anschluss das Steuersignal UC von T angeschlossen wird, was hier im Normalfall langsam veränderlich bzw. konstant ist. Der Schalter wird dann mit dem pulsweitenmodulierten Signal, was am Ausgang des RS-Flipflops erzeugt wird, angetrieben. Und dieses Flipflop wird selber jetzt periodisch getaktet mit so einem Clock-Impuls, um das zu setzen. Und sobald dann hier am Eingang des Komparators der Strom durch die Induktivität bzw. durch den Schalter so stark angestiegen ist, dass er den Wert dieser Kontrollspannung erreicht, schaltet das pulsweitenmodulierte Signal über dieses Flipflop aus. Die Zeitverläufe möchte ich nun hier aufzeichnen. Was passiert, wenn jetzt so eine Störung auftritt? Wie sieht das aus? Das heißt, ich werde jetzt in einem oberen Diagramm hier den Verlauf des Stromes IL von T darstellen über mehrere Perioden für den Fall, dass die innere Stromregelschleife ideal ausgeregelt ist und dann für einen zweiten Fall, dass eine kurzzeitige Störung auftritt, wo dann diese subharmonischen Oszillationen auftreten. Und in ein unteres Diagramm werde ich hier die entsprechende Schaltfunktion pulsweitenmodulierte Ausgangssignal D von T zeichnen. Das heißt, hier oben in dieses Diagramm kommen IL von T rein, das Signal ohne Störung, die Spannung UC von T, das Steuersignal, das ist jetzt eine Konstante. Und wir wollen dann, wie hier dargestellt, jetzt für mehrere Perioden, das heißt hier in diesem Fall für drei Perioden, uns mal angucken, was passiert jetzt mit den Signalen. Das heißt, wenn wir so eine Schaltung betrachten, die sauber normal arbeitet, wird Folgendes passieren. Wir nehmen an, die Spannungen in der Schaltung ändern sich nicht, weder Eingangsspannung noch Ausgangsspannung. Dann wird der Stromverlauf in der Induktivität dreieckförmig sein, wenn wir im kontinuierlichen Betriebsmodus sind, während der Einschaltzeit des Transistors ansteigen, während der Ausschaltzeit abfallen. Das heißt, es wird hier immer zu Beginn einer Periode dieser kurze Clockimpuls kommen. Da wird das Steuersignal auf ein High springen. Dann wird der Strom IL beginnt von einem Anfangswert irgendwo ansteigen. Nehmen wir zum Beispiel an, steigt jetzt so an. Und dann, wenn er diesen Wert der Spannung UC erreicht, wird die Komparator-Eingangsspannung UD hier größer als 0 werden und das Flipflop wird zurückgesetzt werden. Dann wird hier also der Verlauf D von T so entstehen, dass hier das pulsweitenmodulierte Signal seinen Lobpegel annimmt und entsprechend bei ausgeschalteten Schaltern nimmt der Strom durch die Induktivität ab. Wenn wir im stationären Zustand sind, erreichen wir wieder denselben Wert wie den, den wir vorher haben. Und dieses Spiel würde sich jetzt periodisch wiederholen. Ja, für den Fall, dass wir hier keine Störung haben, dass sozusagen die innere Stromregelschleife so arbeitet, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt wollen wir uns überlegen, was passiert für den Fall, dass wir eine kleine Störung kriegen, wenn sich zum Beispiel zu Beginn der Periode der Stromwert ändern würde, sodass wir hier sozusagen eine Änderung um einen Wert Delta IL1 kriegen, dass der Strom jetzt nicht bei dem unteren Wert beginnt, sondern bei dem oberen. Also irgendein Grund, schnelle Lastveränderung. Wir nehmen an, dass aufgrund dieser Störung hier der Strom bei einem höheren Wert beginnt. Wenn jetzt die Ein- und Ausgangsspannung gleich sind, sich also nicht verändern, wird sich auch die Steigung des Stromverlaufs an der Induktivität nicht ändern. Das heißt, mit einer Parallelen zu dem ursprünglichen Verlauf wird dann dieser Strom hier zunehmen. Und erreicht jetzt aber früher hier oben den Wert
der Regelspannung, die sozusagen den Maximalwert des Stromes vorgibt. Das heißt, machen wir das auch hier in Rot ein, D von T mit Störung, so wie hier oben IL von T mit Störung in Rot gezeichnet sein soll. Dann wird jetzt für diesen Fall das Ausschalten früher stattfinden und dann auch die Stromabnahme früher starten, aber hier auch mit einer Parallelen zu diesem Verlauf. Und jetzt sehen wir, wenn das nächste Mal der Clock-Impuls kommt und hier einschaltet, starten wir bei einem deutlich niedrigeren Wert. Ja, zuerst ist hier aufgrund der Störung der Strom IL1 größer gewesen. Jetzt haben wir aber eine Stromänderung IL2, die betragsmäßig noch größer ist als IL1. Und das ist im Prinzip eine Instabilität, weil dieser Teil der Schaltung soll ja den Strom regeln. Das heißt auch Störungen aus dem Stromverlauf rausregeln. Aber jetzt ist diese Störung größer geworden. Was passiert danach? Strom steigt wieder an mit dieser konstanten Steigung. Wir erreichen hier oben den Spitzenwert und kriegen ein sehr langes Tastverhältnis. Dann schaltet er wieder aus, schaltet wieder ganz kurz ein. Ja, wir kriegen dann eine Parallele dazu. Und wir kriegen dann hier so eine Abfolge, wo sich das Tastverhältnis mehr oder weniger chaotisch ändert, mal kurz ist, mal länger ist. Und wir dann letztlich hier von dieser Großsignalinstabilität bei dieser Peak-Current-Mode-Regelung sprechen, dass wir also hier diese schwankenden Tastverhältnisse kriegen und diese stark schwankenden Welligkeiten in dem Stromverlauf. Das ist ein ganz typisches Phänomen. Und was ist jetzt sozusagen die Ursache? Das Problem ist, wenn Delta IL1 kleiner als Delta IL2 ist, das heißt eine Störung sozusagen eine noch größere danach verursachen kann, dann haben wir hier eine Instabilität. Ja, und das liegt einfach an dem grundsätzlichen Aufbau dieses nicht-linearen, direkt gekoppelten Modulators, der direkt von dem Stromverlauf abhängt, weil hier ja die Steigungen konstant sein werden. Und man kann jetzt nachweisen, für ein Tastverhältnis von größer als 0,5 taucht das automatisch auf, wenn man keine Maßnahmen dagegen trifft. Eine Maßnahme, die man treffen kann, ist, wenn man eine sogenannte Kompensationsrampe einfügt oder Englisch Slope Compensation macht, indem man zu diesem gemessenen Stromsignal ein sich selber veränderndes Signal dazu addiert, meistens ein dreieckförmiges Signal oder ein dreieckähnliches Signal, das sozusagen scheinbar der Wert der Kontrollspannung UC von T mit fortschreitender Periode kleiner wird und damit erreicht man dann, dass diese Instabilität nicht mehr auftritt. Achtung, das soll jetzt bloß eine ganz kurze Beschreibung dieses Phänomens sein. Das wollen wir uns auch in der Simulation angucken. Es geht hier nicht darum, sozusagen das komplett herzuleiten. Man kann ausrechnen, wie die Steigungen sein müssen und wie auch die Steigung der Kompensationsrampe sein muss, damit man keine Instabilität kriegt. In der Praxis ist es zunächst mal vor allem wichtig, dass es diesen Effekt gibt und dass man mit einer Kompensationsrampe den beheben kann. Um das zu veranschaulichen, möchte ich das jetzt in einer LT-Space-Simulation hier betrachten. Das heißt, ich habe hier ein Modell von einem geschalteten Tiefsetzsteller wieder. Ich habe jetzt hier eine Strommessung, nicht im Schalterpfad, sondern im Pfad zu der Induktivität. Und hier unten sozusagen meinen inneren Stromregelkreis für die Peak-Current-Mode-Regelung aufgebaut. Das heißt, wir haben auf der einen Seite dieses RS-Flip-Flop, das mit einem Clock-Signal mit 100 kHz also angeschaltet wird. Und wir haben hier diesen Komparator, wo der Stromverlauf IL verglichen wird mit einem Stromsollwert, der jetzt hier einfach durch eine Pulsstromquelle generiert wird. Das heißt, entweder 3,5 oder 4 Volt annimmt. Das entspricht dann 3,5 oder 4 Ampere. Ich habe jetzt hier keine Spannungsregelung drin, sondern ich modelliere sozusagen bloß einen stromgeregelten Tiefsetsteller. Und dann wollen wir mal simulieren und die Verläufe mal angucken. Und zwar, wie dann diese Instabilität auftritt. Dann habe ich das jetzt hier mal dargestellt. Das heißt, im oberen Diagramm habe ich jetzt mal auf der einen Seite diesen Vorgabewert. Das war vorher unsere Spannung UC. Das ist jetzt hier die Spannung VI Peak, also der Sollwert, der hier vorgegeben wird. Und VIL ist jetzt hier der Wert des Stroms durch die Induktivität. Und dann sieht man jetzt zu Beginn, sozusagen ich bin im stationären Betriebszustand, ist alles wunderbar. Aber hier ändert sich jetzt hier der Strom IL um einen kleinen Wert und diese Änderung führt dann zu einer noch größeren Änderung in die umgekehrte Richtung, sodass dann hier abwechselnd kurze und lange Impulse auftauchen und wir hier dieses chaotische Stromverlaufsmuster kriegen, dass unsere Schaltung scheinbar schwingt. Was heißt scheinbar? Dass unsere Schaltung hier schwingt und dass dieser innere Stromregelkreis in diesem Sinne instabil ist. Jetzt muss man hier beachten, was jetzt ein bisschen seltsam erscheinen mag, das ist jetzt instabil, aber es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel der Strom zu groß wird oder nicht, sondern der oszilliert halt chaotisch. Es würde einem nicht sofort auffallen,
dass die Schaltung nicht tut. Es kann sein, dass trotzdem die Ausgangsspannungsregelung funktioniert, aber dass man vielleicht Störungen hat bei irgendwelchen Frequenzen, die man sich nicht erklären kann, die Signale seltsam aussehen. Deswegen ist das eine sehr interessante Sache. Jetzt wollen wir schauen, wie können wir das reparieren. Dazu habe ich jetzt ein zweites Modell hier aufgebaut. Das ist eigentlich die gleiche Schaltung wie vorher, nur mit einem Unterschied. Ich addiere jetzt zu diesem gemessenen Stromsignal eine Kompensationsrampe, das heißt ein zweites Spannungssignal. Das wächst jetzt an von 0 auf 1 Volt in derselben Zeitdauer, wie hier die Periode unseres Schaltsignals ist. Das heißt, in 10 Mikrosekunden steigt das Signal von 0 auf 1 Volt an und beginnt dann wieder bei 0 Volt anzusteigen. Das heißt, ich addiere ein sägezahnförmiges Signal zu meinem Stromverlauf IL hinzu. Ansonsten nichts geändert und jetzt haben wir denselben Arbeitspunkt und wollen das gleiche simulieren, wie das aussieht. Und dann habe ich hier jetzt wieder die gleichen Signale gemessen und das erste, was vielleicht direkt auffällt, ist, dass wir hier jetzt nicht mehr direkt bis an die Grenze des Sollwertes UC Max rankommen, weil wir ja tatsächlich zu dem Strom IL ein Signal dazu addieren. Ja, das Vergleichssignal, das male ich jetzt mal rein, ist nicht mehr der Strom IL, sondern dieser jetzt hellblaue Verlauf am Ausgang dieser Summationsstelle. Ich addiere also ein zusätzliches Signal zu meinem Stromsignal dazu und dadurch verschwinden jetzt hier diese subharmonischen Oszillationen. Da ist ganz entscheidend, wie groß ist zum Beispiel diese Amplitude. Wenn man die zu klein macht, machen wir die mal zu klein, auf 0,1 Volt oder so, dann werden diese Schwingungen wieder auftauchen. Starten wir die Simulation neu. Da sieht man sehr schön in dieser Übersicht, dort jetzt reingeht, wenn diese Amplitude zum Beispiel zu klein ist, dann ist trotz der Addition dieses Signals der rote Verlauf wieder so, dass es hier zu diesen Oszillationen kommt und wir haben wieder diese instabile Stromregelschleife. Dann bauen wir es wieder um auf einen größeren Wert, wieder auf diese 1 Volt. Und dann sehen wir hier, wunderbar, das Signal sieht wieder sauber aus. Wir kriegen keine Instabilität mehr durch die Addition dieses zusätzlichen Rampensignals zu meinem Stromsignal. In der Literatur wird das häufig so gesagt, dass man von dem Wert E-Peak sozusagen den Wert dieser Kompensationsrampe abzieht. Das heißt, ich kann jetzt hier von E-Peak dieses Kompensationssignal abziehen. Und dann sieht man tatsächlich sehr schön, okay, die Schaltung löst jetzt hier immer dann aus, wenn dieses um diese Rampe reduzierte Steuersignal E-Peak jetzt den Stromverlauf durch die Induktivität kreuzt und dadurch beheben wir diese Großsignalinstabilität. Das heißt, als Phänomen festgehalten bei DC-DC-Wandlern, die mit diesem Peak-Current-Mode gesteuert werden, wie auch anderen leistungselektronischen Schaltungen, die im Peak-Current-Mode gesteuert werden, kann es zu diesen subharmonischen Instabilitäten kommen und die Lösung dafür ist die Addition dieses Signals, dieser Kompensationsrampe, entweder auf den Ausgang des Fehlerverstärkers oder auf das gemessene Stromsignal drauf. Jetzt wollen wir noch angucken, wie ist das dynamische Verhalten von einer Schaltung, die jetzt in diesem Peak-Current-Mode betrieben wird. Dazu möchte ich mal einen Sprung des Stromsollwertes betrachten und die Ausgangsspannung messen. Das habe ich jetzt mal hier dargestellt. Ich habe jetzt hier im unteren Diagramm den Verlauf dieses Stromsollwertes, der hier auf diesen Komparator drauf geht, also sozusagen die Sollgröße für unseren nichtlinearen inneren Stromregelkreis dargestellt, sowie den Stromverlauf durch die Induktivität. Und hier oben den Verlauf der Ausgangsspannung, weil tatsächlich für die Regelauslegung interessiert einen, wie wirkt sich hier sozusagen der Sollwert auf die Ausgangsspannungsänderung aus, weil wir da ja einen Spannungsregler brauchen, den wir außenrum auslegen müssen, der das ausregelt. Und dann sehen wir hier, wenn wir zunächst mal den Spannungsverlauf betrachten, im oberen Diagramm tatsächlich, wir haben hier sehr schön so ein PT1-Verhalten. Das heißt, diese innere Stromregelung sorgt dafür, dass unser Regelkreis etwas vereinfacht gesagt hier ein PT1-Verhalten aufweist. Und wir sehen auch sehr schön tatsächlich, was ändert sich, wenn dieser Wert sich ändert. Der Stromsollwert ändert sich und damit wird diese innere Stromregelschleife auf den Ausgang rauf wirken. Das heißt, tatsächlich kann man sich das hier so vorstellen, in diesem stromgeregelten Modus. Ich betreibe sozusagen meinen Ausgangslast aus der Kombination C und R parallel, was ein Netzwerk ist mit einer Zeitkonstante, aus einer Stromquelle heraus und durch die Änderung der Führungsgröße hier wird sozusagen dieser Stromwert geändert, sodass die Induktivität hier keine große Rolle mehr bei der Dynamik in dem System spielt, bei dieser Current-Mode-Regel.